This happy little elf game is so stupid. You tap and wait and tap and wait. And for what? So your pretend town can have more pretend flowers than your pretend friends? What a colossal waste of time. Hey, what if I buy a bushel barrel full of elf berries? That should speed things up. I spent $1,000? Oh well, I'll just tell them that my kid did it and get a refund. Uh-oh. Hallo und willkommen zu einem Let's Play von The Simpsons Springfield für iOS. Wir fangen gleich mal an. Hallo, ist hier jemand? Ich glaube, es stimmt, was man über Nuklearexplosionen sagt. Am sichersten ist man im Zentrum der Explosion. Ich frage mich, wo meine liebevolle Familie ist und Bart. Hey, also eins habe ich gelernt. Immer passieren schlimme Dinge, wenn man ein Buch aufschlägt. Schlagen wir mein Buch auf. Testbook opened. Homers neues Zuhause. Errichte das Haus der Simpsons. Siehst du das nicht? Ich muss arbeiten. Schlag niemals ein Buch auf. Arbeiten. Haus der Simpsons. Der markierte Bereich sieht nach einem netten Platz aus, um dort ein Haus zu bauen. So ein Zufall. Das ist auch die einzige Stelle, an der du es bauen darfst. Heads up! Und kaboom! Kaboom! Hey, it's What's-Her-Face! Namaste, oder anders gesagt, danke, dass du mich gefunden hast, Lisa. Sammle sie alle, die Simpsons. Ziel erfüllt, Glückwunsch. Du hast Homers neues Zuhause beendet, nimm deine Belohnung. Wow. Hast du das Haus da hingesetzt, wo es dir gesagt wurde? Neue Stufe, ein Donut. Lisa, zum Glück bist du da und kannst mich durch diese Anleitung führen. Was ist passiert? Schwer zu sagen, mein Schatz. Die Stadt ist in die Luft geflogen. Ich habe unser Haus gebaut und dann bist du aufgetaucht. Yeah, makes totally sense. Das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass ich komplett unschuldig bin. Wenn wir weiter Dinge aufbauen, tauchen vielleicht auch Mom und Bart auf. Bestimmt. Das wäre viel zu schade, wenn sie es nicht tun würden. Dann fangen wir an. Aber zuerst sollten wir hier ein bisschen sauber machen. Du machst Witze, stimmt's? Springfield soll sauber werden, Teil 1. Sag Homer, er soll Springfield sauber machen. Homer? What the? Springfield reinigen. Zeit 6 Sekunden. Oh, work! I thought this was a game! Homer ist fertig. A job mediocrely done. XP und Geld. Ziel erfüllt. Glückwunsch. Du hast Springfield soll sauber machen werden. Teil 1 beendet. Nimm deine Belohnung. Putzen? Wirklich? Unglaublich, was in diesen Spielen heutzutage alles als Spaß durchgeht. Es ist mühsam, ich weiß. Deshalb will ich mich auch daran beteiligen. Springfield soll sauber werden, Teil 2. Sag Lisa, sie soll Springfield sauber machen. Oh, cool. Wenn man 10 Mal Homer anklickt, kriegt man den extra. Here, just take these. Du hast gerade den super geheimen Bonus gefunden, die Jebediah-Statue. Yay. Das Haus hat auch schon wieder Geld und XP. Und Lisa ist fertig. Alright. Sie hat XP, Donut und Geld. Hey, ich habe einen Donut gefunden. Sieht aus wie einer der Donuts aus dem Pausenraum. Er muss verstrahlt worden sein, als das Kraftwerk explodiert ist. Er besitzt die Kraft, in seinem Umkreis die Zeit zu beschleunigen. Und aus irgendeinem Grund kann man damit Dinge kaufen. Ziel erfüllt. Glückwunsch. Du hast Springfield, soll sauber werden, Teil 2 beendet. Nimm deine Belohnung. Da wir die Einzigen hier sind, bleibt es bei uns, Springfield wieder aufzubauen. Wir könnten auch einfach nach Miami umziehen.
Denk mal drüber nach. Flamingos, Palmen, T-Shirts, auf denen Miami steht. Es ist ganz einfach. Zumindest sage ich das, damit du anfängst. Wir fangen mit unserer eigenen Straße an. Die neue Evergreen Terrace Teil 1. Errichte eine Straße. Ein paar Straßen. Werkzeug. Straße. Straße platzieren. Ziehe jetzt von der Straße, um eine weitere Straße zu bauen. Tolles Deutsch. Und dann. Wir haben eine Straße gebaut. Ich fühle mich wie der Stadtplaner in diesem Buch, das ich 2 Jahre lang gelesen habe. Ziel erfüllt. Homer möchte irgendwas. Hey! Wie jeder große Architekt vor mir kann ich einfach nicht architektieren, wenn ich nicht regelmäßig was Salziges, Fettiges zu essen kriege. Wir müssen als nächstes den Quick-E-Markt bauen. Aber Dad, der Quick-E-Markt gehört nicht auf die Evergreen Terrace. Das Aussehen Springfields ändert sich halt stark. Einmal stand unser Haus neben einem Gefängnis. Und ich konnte Witze darüber machen, wie wir neben einem Gefängnis wohnen. 5 Minuten später war das Gefängnis weg. Komisch, was? Wer braucht den Quickie-Mart? Bauen. Haus. Quickie-Mart. Heißt das Ding eigentlich wirklich Markt? Ich dachte, er heißt immer Markt. Und bauen. 4 Stunden, um die Quickie-Mart zu bauen, obwohl es nur 6 Sekunden gedauert hat, mein Haus zu bauen. Blöde Baufirmen. Warum nimmst du nicht den Donut, den wir gefunden haben, um die Dinge zu beschleunigen? Donut, 2 Stück. Heads up! Heads up! Kaboom! Bam! Yay, it's not Flanders! Vielen Dank, beehren Sie uns bald wieder. Apu. Geschäftsinhaber, sammel Sie alle. Du wurdest auf den nächsten Level wiedergeboren. Danke, tippe noch einmal neue Stufe. Ziel erfüllt. Willkommen zur großen Neueröffnung des Quickie-Marts. Alles, was abgelaufen ist, jetzt 50% billiger. Und alle Nährwertinformationen wurden entfernt, damit sich niemand Sorgen machen muss. Aus dem Weg, es ist Zeit fürs Essen. Gütiger Glavin, ich komme aus einem anderen Springfield in einem Paralleluniversum. Dann sollten Sie schnell wieder dahin verschwinden und die guten Leute des anderen Springfields wissen lassen, dass sich der andere Humor bereit macht, sie ordentlich in die Luft zu jagen. Zu spät, die multidimensionale Katastrophe. Das Gute ist, dass es durch die Explosion im Raumzeitgefüge Kavum gemacht hat und jetzt Reisen zwischen mehreren Springfields möglich sind. Aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Nicht zu viel darüber nachdenken, einfach akzeptieren und weiterspielen. Die anderen Teil 1. Besuche ein Springfield 2. Freunde. Springfield 2. Willkommen zur Krönung von Springfield. Wie Sie sehen, ist unsere Stadt deutlich fortschrittlicher als Ihre. Wow. Ich würde jedes Geld bezahlen, also echtes Geld, um eine Stadt wie diese zu haben. Ja, ich glaube, darauf läuft es bei einem Free-to-Play-Titel auch hinaus. Du kannst jeden Tag mit 3 verschiedenen Gebäuden in jedem anderen Springfield, das du besuchst, interagieren. 1, 2, 3. Yay, Geld und XP. Danke, du hast Springfield 2 geholfen, wo es nur ging. Was für ein Nachbarino. Komm wieder in 24 Stunden. Und zurück. Wir sollten jeden Tag andere Springfields besuchen. Es könnte uns helfen, unser eigenes Springfield aufzubauen. Und es ist eine tolle Übung. Ziel erfüllt. Tagesspielkombo. Willkommen zurück, treulose Tomate. Heute $150.
5 Tage? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich brauche es sofort. Vielleicht geht es ja um Leben und Tod. Wir könnten uns eine mit den Donuts holen. Donuts? Überraschung? Donuts? Überraschung? Überraschung! Die Box, hol die Überraschung. Werkzeug. Butterhumor. Überraschung für 6 Donuts. Überraschung, in der Box findest du 10 Donuts. Juhu, 6 Donuts ausgegeben und 10 dafür bekommen. Was für ein Geschäft. Vielleicht ist es auch nur Anfängerglück. Der einzige Weg, das herauszufinden, ist nochmal hunderte von diesen Boxen zu kaufen. Ja, das wollen sie gerne. Ziel erfüllt. Okay, Lisa hat ein Quest. Und damit geht es weiter in der nächsten Folge. Bis dann!